Wir sind ja der jüngste Berliner Stadtbezirk. Neu-Hohenschönhausen. Und ich bin ja auch gelernter DDR-Bürger eigentlich, ja. Und ich kann nicht groß meckern über die DDR, ja. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass ich bis heute noch nicht mein Volkseigentum aus der Zeit gekriegt habe. Ich war einmal im Stasi-Museum und es war schon echt manchmal schwer zu sehen, was da früher mit den Leuten gemacht wurde. Wir haben ja eine Aussage von Fuchs, dass er sagt, er wäre hier in diesem Raum radioaktiv bestrahlt worden. Naja, ich bin, ich bin 88 abgehauen. Die haben mir asoziales Verhalten vorgeworfen. Also praktisch bin ich regelmäßig arbeiten gegangen. Ich habe immer mal gejobbt und was weiß ich noch alles. Und das war schon ein bisschen verpönt. Ne? Schöneweide is not really city. It's inside a city, but it's a corner of paradise. Oberschöneweide ist ein bisschen verschrien. Ne, man hört viele Stimmen, die sagen, ach, und ja, das ist eine Nazi-Hochburg. Ne, viele haben gesagt, oh, nicht nach Oberschöneweide. Ich so, nee, ihr werdet sehen, ich mach das und das Ding wird laufen. Oder wir haben zum Beispiel auch Plakate aufgehängt und da ist jemand mit seinem Trabi vorbeigefahren, hat gewendet und wollte uns dann über den Haufen fahren. Der ist also mit Vollspeed über dem Bürgersteig und wollte uns dann ja, umfahren. Also unsere Galerie, unsere Halle, wo wir unsere Werkstätten haben, ist direkt am Wasser. Super idyllisch, echt schön da. Ich würde sagen, der Bezirk braucht noch ein bisschen, aber der wird